Hallo und Servus zu einer neuen Folge von Anno 1800. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Nun ja, die Bilanz ist negativ und dem gehen wir heute mal auf den Grund. Allen voran möchte ich dem Ganzen etwas schneller auf den Grund gehen. Ich muss nämlich da jetzt dringend mal was probieren und zwar werden wir jetzt ganz einfach hier die Produktionsstätten auf Null drehen, beziehungsweise Moment, die lassen wir noch. Die Nähmaschinenfabrik lassen wir noch, das ist relativ wichtig, weil da geht die Bilanz nämlich eben wieder nach oben. Und jetzt schauen wir mal, ob wir das ein bisschen so halten können, das Ganze. Vor allem brauchen wir auch Bier. Ich habe in der letzten Folge angekündigt, dass ich gerne das Schiff beladen will mit Rohstoffen bzw. mit Ziegeln. Jetzt muss ich nur das Schiff suchen. So, wo bin ich jetzt überhaupt, dass ich da jetzt nichts falsch mache? Insgesamt drei Schiffe. Da wollte ich ja jetzt eigentlich Ziegeln einladen und das werden wir auch gleich. Wenn wir da mal die Ziegeln mitnehmen. Die schicken wir gleich wieder rüber in die neue Welt. Und schauen wir mal, dass wir das in den Griff bekommen. Jetzt nehmen wir sich noch schnell die andere Insel zur Hand. Und auch hier werden wir noch ein bisschen was ändern. Und zwar aufgrund der Zeitung, beziehungsweise mit der Möglichkeit der Zeitung und vor allem der Möglichkeit, hier 125 Arbeitskräfte zu generieren, zwar mit erhöhtem Verbrauch, werden wir hier ganz einfach keine Arbeitskräfte brauchen und die nehme ich jetzt einmal weg und die können wir auf der Hauptinsel besser brauchen und dann haben wir ein bisschen einen besseren Überblick. Das heißt, wir nehmen das hier mal alles weg. So, das kommt auch weg. Und dann werden wir uns das Teil hier nehmen. Werden das Ganze drehen. Dann müssen wir hier noch ein paar, Felder dazu planen. Gehen wir ihnen auch noch. Das sollte jetzt passen. Dann versetzen wir das Teil hier noch. So, 96, 96, 96. Und hier müssen wir noch ein paar Felder zusetzen. Dann so. Dann ist das auch erledigt. Und hier haben wir noch ein paar Arbeitskräfte. Das heißt, wir haben hier eigentlich genug Hopfen. Immer geholt, das gute Teil. Kann ich dich vielleicht auch noch ein bisschen versetzen? Das ist, so machen wir es. Perfekt. So, was haben wir hier noch gelagert? Hier haben wir noch Fisch und Bretter. Die nehmen wir fürs erste Mal mit. Haben wir noch irgendwas anderes? Nein, Arbeitskleidung, Fische, Bretter. Ist, dass die Bilanz positiv bleibt. Ich habe vorhin nämlich den Spielstand ein bisschen laufen lassen, eben um zu sehen, wie das Ganze und man sieht, die Bilanz bricht ein und dem möchte ich jetzt aber wirklich schnell entgegenwirken. Vor allem musst du eigentlich genau unterwegs sein, dann haben wir hier das und dann schnappen wir uns. Das können wir auch abstellen. Die Routen. So. Ende. Jetzt machen wir das mal Ende. Sind alle Routen stillgelegt? Bereit für den Einsatz. So. Das imperiale Flaggschiff bleibt mal. Und du gehst mir auf eine neue Route. Schiff senden.
neues Meerskin. Muss mal schauen, wie ich mir neue Skins für die Schiffe suchen kann. Egal. Das war jetzt ein bisschen. Kann das so gedruckt werden? Schauen wir sich sicher zeigen an. Sie haben uns etwas voraus. Ich nehme mich auf jeden Fall mit. Dann nehmen wir das noch mit. Und Kohle nehmen wir auch mit. Ja, ich weiß, das gefällt ihr nicht, aber das ist uns jetzt egal, denn wir brauchen eine neue Handelsroute. Und dazu würde ich gern die Tintenfisch nehmen. Die Tintenfisch, die soll sich hier den Hopfen mitnehmen. Und soll das gute Hopfenzeugs hier ausladen. Soll sie da hin und her pendeln. Okay, du bist ein Handelsschiff, das ist auch in Ordnung. Ladet und fährt. Du kommst jetzt mal kurz darüber. So, die Bilanz ist immer noch nicht gerade berauschend. An was fehlt's denn? Ich glaube, es fehlt an Bier. Eigentlich ist es ja normalerweise so, dass wenn man mal ausreichend Bier hat, das ist die falsche Blickrichtung, ich muss das eher so machen. Wenn wir Bier haben, sollte es eigentlich funktionieren. Wir haben weder Schnaps noch Bier hätten, aber Schnaps haben wir keinen. Das heißt, wir müssen auch die Schnapsproduktion ein bisschen ankurbeln. Saufen die so viel, sag mal? Das gibt's doch nicht. Schauen wir mal in die Statistik rein. Auf King's Landing. Produktion Schnaps. Wir haben extremen Bedarf an Schnaps. Müssen wir viel mehr produzieren. Vier Schnapsbrennereien. Und dann noch ein paar Felder dazu. Kann ich das eigentlich gleich einmal so machen? Ja, perfekt. Dann ziehen wir die Straße dann noch ein Stück weiter. Und hier kommen auch noch zwei Schnapsbrennereien dazu. Na. So, dann drehe ich das gute Teil mal. Eins, zwei. So. Das passt. Dann sollte das mit dem Schnaps jetzt mal funktionieren. Jetzt haben wir ein paar wenige Arbeitskräfte. Das ist aber nicht so schlimm, weil die können wir eigentlich... Können wir das auch kopieren? Können wir das so machen? Und dann wollen wir das da so hinsetzen. Ich liebe dieses Kopiertool. Dann können wir ihnen hier noch ein paar... das Gebüsch geben. Ein Apfelbaum und ein Stück Rasen. Sieht doch auch schön aus. Immer noch nicht genug Arbeitskräfte. So, dann schauen wir mal sicherheitshalber, wo ist der nächste Marktplatz? Versorgt der auch alles? Steine haben wir genug, das heißt, die können wir gleich ein bisschen verbraten. Mal alles. Da, das kann man auch noch machen. Das machen wir auch. Ja. Geben wir ihnen alles, was sie brauchen, an Steinstraßen, Pflasterstraßen. Das machen wir auch gleich. Hoppla.
Weiter geht's. Hier rüber. Hier rauf und hier rüber. Keine Ahnung, was mir hier eingefallen ist, aber ich vervollständige das. Und wie sieht's hier aus? Hier können wir auch noch. So, die Bilanz geht ins Positivere. Das ist ja schon einmal nicht so schlecht. Okay, wir haben aber immer noch nicht genug Schnaps. Das gibt's ja nicht. Produzieren wie verrückt. Wir haben, was sind die für Verhältnis? 30 Sekunden, 30 Sekunden. So, dann gehen wir hier auch noch Straßen. Kriegen die da eigentlich Wirtshaus? Ganz schwach kriegen sie das Wirtshaus. Das heißt, wir werden ihnen da noch eins hinstellen. Marktplatz sollte... Markt ist grün, das passt. Fisch geht uns auch aus. Das heißt, Fisch geht uns aus. Gibt's ja nicht. Genug Fisch da. Wie sieht die Produktion jetzt aus? Also Bäume haben wir genug. Fische hat man mehr Verbrauch. Holz haben wir mehr Verbrauch, als man tatsächlich aktuell produziert, und brauchen würden wir 12. Okay, das heißt, wir brauchen noch mehr Holz. Dem wirkt man gleich einmal entgegen. Das Holz, das Holz, das Holz. Wir brauchen nämlich nur die Baumstämme selbst, offensichtlich. Aber eigentlich gleich so machen. So. Das müsste eigentlich jetzt reichen. Das können wir entfernen. Das entfernen wir und schicken die Straße direkt runter. Hoppla. Und dann hätten wir das auch. Die Bilanz ist wieder positiv und wir konnten uns da relativ gut rausretten. Das ist schon wichtig. So, lassen wir die Zeit mal ein bisschen schneller laufen. Schnellere Zeit, mehr Kohle, mehr Kohle. Besseres Image. Und jetzt schauen wir mal ganz kurz, denn wir können eigentlich einen Besucherhafen bauen. Und was würde uns der kosten? Der kostet uns 400. Also viel Bilanz haben wir nicht. Die ist noch zu instabil, die Bilanz. Hopfen hätten wir genug. Fisch haben wir genug. Das mit dem Schnaps. Ja, das mit dem Schnaps klappt noch nicht so wirklich. Aber sonst hätten wir alles, was wir brauchen. Das heißt, wir müssen noch mehr in die Schnapsproduktion gehen. Es wird nicht gerade leichter, wenn jemand zusieht. Wie viel Stahl haben wir denn eigentlich noch? 470 Stahl. Das heißt, die produzieren eh ordentlich Stahl, solange wir eben Holz haben. Holz hätten wir eigentlich genug. Ja.
Gut, okay, das ist nicht das Problem. Schnaps haben wir noch zu wenig. Schnaps und Kartoffeln haben wir zu wenig. Das heißt, wir werden noch einmal das ganze Teil hier und noch eine Schnapsbrennerei. Und noch eine Feuerwehr. Ja, das ist nicht so schlecht. So, dann müsste es jetzt ein bisschen besser laufen. Ja, jetzt steigt der Schnaps ein bisschen langsam, aber er steigt. Arbeitskleidung. Passt. Passt. Schweine, Wurst. Wurst ist immer gut. Wir werden da jetzt mal schauen wegen der Wurst. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Das heißt, das Schiff ist angekommen. Das ist gut. Haben wir gesagt, wir bauen die Lagerhäuser hier. Jetzt 87 rum, das ist die Ruminsel. Dann haben wir hier die Hauptinsel. Was wird eigentlich hier produziert? Eigentlich gar nichts. Und hier haben wir sich eigentlich nur alles vorbereitet, aber noch nichts gebaut. Das heißt, wir können das eigentlich alles abreißen. Lassen wir das mal so. So, dann gehen wir nochmal schnell auf die Insel hier. Wie sieht's da aus? Ich kann dir nur den Zahnschlüssel reichen. Den entscheidenden Ruck musst du dir selbst geben. Eine Abrissaufgabe. Die leiseste Andeutung eines Erfolgs wäre immer noch deine Andeutung von Erfolg. So. Nicht so einfach. Ich habe dann nämlich leicht den Überblick verloren. Was aber gar nicht so schlecht ist, weil jetzt können wir die wie können wir denn da laden? 125 rum. Was würde denn noch ein Lagerhaus kosten? Dann kriegen wir da noch ein bisschen mehr Zeug rein. Geschickt von mir. So, mein lieber Freund, dann fährst du jetzt schnell mal. Fährst du mal schnell zur Hauptinsel? Während du ganz schnell zu der Ruminsel fährst. Wo ich dich dann auf die große Reise schicke. Lass mir das einmal schnell ganz kurz so. Gehen wieder zurück in die alte Welt. Und schauen, wie viel Produktionen für Wurst haben wir denn? Wir haben insgesamt 3 und 4 Wurst. Was führt sie zu uns? Wir können auf jeden Fall noch eine Wurstfabrik hinsetzen. Dann kriegen wir ein bisschen mehr Würste. Schweineköpfe haben wir genug. Arbeitskleidung
bleibt auch. Rum geht auch leicht in die Höhe. Bier und... Okay, das ist gar nicht so schlecht. Das heißt, sich nach mehr zu sehnen? Brot. Wir brauchen Brot. Varieté. Was kostet uns ein Varieté? Damit wir die zufrieden stimmen. Beziehungsweise was würde uns eigentlich ein Varieté bringen? Varieté bringt uns schon was. Wollen wir das neben die Kirche setzen? Da so eher mittig hinein. Wir bitten lediglich um etwas Schutz. Können wir machen? Nicht allzu viele Änderungen, hoffe ich. Ihre Zeit nicht wert, was? So. Kräfte. Der Zweck heiligt. Weniger futtern. Mehr zahlen. Wer würde ihre Auto? So. Und jetzt schauen wir sicher mal seine Quest hier an. Die Polizeiwache soll ich abreißen? Habe ich überhaupt eine? Überhaupt eine Polizei? Hingesetzt, da ist sie. So, jetzt bauen wir schnell das Varieté. Zusätzlich werden wir da noch ein paar Elemente setzen. Können wir denn da eigentlich setzen? Da können wir ja sowas machen, oder? Schauen wir mal. Wie würde das denn aussehen, wenn wir sagen, hey, ich hätte dich gern so. Natürlich genau verkehrt rum. So, wenn ich jetzt sage, ich hätte dich gerne so. Darüber, 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 darüber. Dann drehen wir das so. So. Und so. Sieht doch gut aus. Ja, das gefällt mir. Und da setzen wir noch ein Denkmal hin. Und dann nehmen wir sich von den Arbeitern, nehmen wir sich irgendwas Schönes. Haben die irgendwas Schönes? Ja, die haben auch sowas. Nehmen wir ein Blumenbeet. Eine alte Tränke. Die jetzt natürlich genau verkehrt rum steht, aber das sieht keiner. Und so machen wir das so. Ist doch schön. Die Leute gehen auf die Barrikaden. Das habe ich mir fast gedacht. Gerechtigkeit hier auf Erden. Stand aktiv. Ich glaube, das geht sich nicht aus, oder? Nein, das könnte jetzt bitter werden. Zahnfleisch, das blutet. Ja, ja, ja. Wir werden da jetzt mal schnell wieder eine Polizei hinsetzen. Die fahren schon. Knüppelt sie nieder. So. Nein, es wird niemand geknüppelt. Da wird nur höflich gesprochen mit ihnen. Da wird nur nett geredet. Und jetzt fahren sie darüber und dann wird hier auch nur nett geredet. Die Straßen sind wieder sicher. Sehr gut. Und was wir jetzt als nächstes machen, ist Diplomatie. Riskiere nichts und du riskierst alles. Nicht-Angriffspakt ist immer gut.
sogar den Beirat überzeugen. Und... Schau, war gar nicht so schwer. Passt nicht, Angriffspakt mal mit allen, das ist mal nicht so schlecht, da muss ich mich da nicht konzentrieren, die nächsten 5 Stunden auf irgendwas, was vielleicht schief geht. So, jetzt können wir sich dann ruhig auf das konzentrieren. Also Bier, wir brauchen Bier und Brot. Hopfen hätten wir ja genug wahrscheinlich. Nein, keine Allianz. Keine Allianz. Keine Allianz. 3D hätten wir ja genug, nämlich stark an, aufgrund der Tatsache, dass wir... Was heißt? Nein, ich will keine Allianz. Das bauen wir noch groß aus, dann haben wir 2 Mühlen. So, wie ist denn eigentlich das Verhältnis? Ich schaue mir das nochmal schnell an. Also 1 Minute, 30 Sekunden. 1 Minute, ja, das passt. Das müsste hinhauen. Das Einzige, das wir jetzt noch dringend brauchen, ist... Produktion kontrollieren. Also wir haben genug Arbeiter und könnten eigentlich upgraden. Das werden wir jetzt auch schneller mal durchführen. Oh, wir können gar nicht. Ein Bier fehlt. Bier und Brot. Vielleicht geht es sich aus, dass die relativ schnell... ...weil es immer wieder zusammenbricht. Das heißt, wir bauen auf jeden Fall noch 2 Getreidefarmen. Bauen noch eine Mühle. Und bauen noch eine Bäckerei. So. 3D haben wir genug. Nur Brot haben wir nicht genug. Brot und Bier. Jetzt schauen wir sich einmal das Brot- und Bierverhältnis an. Brot. Könnte das da bitte meine neue Glücksinsel werden? Die schlimmste Form von... So. Okay. Da sind wir jetzt gerade mal auf gleich. Beim Bier müssen wir nacharbeiten. Wir gehen relativ flott bankrott, wenn wir sich nicht darum kümmern. Schauen wir mal schnell in die neue Welt. Alles bereit. Da laden wir das einmal aus. Das laden wir ein. Und dann sagen wir der steifen Brise, sie soll Route einrichten, Handelsroute. Steife Brise von der Ruminsel Richtung Landing. Rum. Und hier dann bitte ausladen und das Ganze annehmen. Dann passt das. Passt. Wie sieht's hier aus? Nichts. Wie sieht's hier aus? Ein Schiff erster Klasse.
auch okay. Wir werden da jetzt einmal ganz schnell was anderes probieren. Wir wären dann soweit. Wir reißen das jetzt einmal alles ab. Ich reiß jetzt mal wirklich alles ab, um halbwegs eine positive Bilanz zu bekommen. Ja, die Zeitung, nicht die Zeitung vergessen. So, lektorieren, wir brauchen Arbeitskräfte, Geld. Hoppla. Geld und das veröffentlichen. Ja, alles gut. So, hier haben wir Arbeitskräfte. Reißen wir noch einmal ab. Können wir so belassen. Das läuft. Was wir hier eigentlich nicht brauchen, ist das hier, das hier, das hier. Doch, das brauchen wir. Ach, ich bin doch ein Depp. Ach, ich bin doch ein Depp. Wir brauchen ja das Holz. Ja, das Holz werden wir schon brauchen. Ja. Holz. So. Können nicht mehr produzieren, weil sie voll sind. Somit kostet das ganze Zeug Geld. Das heißt, wir könnten im Endeffekt aber hier auf der sogenannten Hauptinsel könnte man eigentlich aktuell fast gedacht. Auf die alte Dame ist Verlass. Das Zeug hier einladen. Sind wir schon bei 33 Minuten. Gut, wir werden in der nächsten Folge erstmal das Zeug hier einladen und dann in der nächsten Folge werden wir nicht nur das Zeug hier einladen, sondern wir werden auch schauen, dass wir die Bilanz positiv hinbekommen und dann in Ruhe wieder langsam aufbauen, denn ich glaube, wir haben am Anfang etwas zu viel expandiert und haben dann nicht genau geachtet, wie wir das mit den Kosten am besten in den Griff bekommen. Und bevor das alles gleich verschwindet. Neue Ziele. Du glaubst doch nicht, dass ich dich vergessen hätte. So, was machen wir jetzt mit dem Zeug? Die Bedingungen sind schlecht. 75 Ziele, 75. Die Gewerkschaft hat genau das vorhergesagt. Auf. Dann nehmen Sie das wieder auf. Schauen, schauen. Passt. Dann kannst du da nochmal rüberfahren. Und jetzt aber. In diesem Sinne, wir sind am Ende der heutigen Folge. In der nächsten Folge kümmern wir uns sofort darum, dass wir hier dann mehr Lagerkapazität haben, damit wir mehr rum hin und her pendeln lassen. Und ja, im Großen und Ganzen war es das auch fürs Erste. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal zu einer neuen Folge von Anno 1800. Servus.